Oh, ist das ein Flugzeug, was der Landed da in seinem War Thunder Projekt zeigt? Sonst sieht man bei ihm ja nur Panzergefechte, aber anscheinend ist das hier ein Flugzeug-RB. Ja, richtig, alter Mann. Das ist eine realistische Flugzeugschlacht. Ich weiß immer noch nicht den deutschen Namen. Air Battles. Ich glaube, wir einigen uns auf Air Battles, auf Fluggefechte. Wir sind hier auf 5,4 Kilometern Höhe. Da haben wir die Jagd 3. Ich versuche sie so ein bisschen zu beschießen, aber ihr seht schon, die ist schneller als ich. Und selbst hier diese Rolle, die ich da probiere mit den Klappen auf Kampf, bringt es nichts. Sogar in Start bringt es nichts. Sie ist zu schnell. Sie hatte den Höhenvorteil, kann sich besser abrollen, hat mehr Geschwindigkeit und haut hier ab. Und ich denke mir, scheiß drauf. Du nimmst dir hier die Spitfire, denn wir sehen hier hinten die Bf 109, die andere nimmt sich schon die Jagd in Angriff und wir sind hier in der Bf 109 G2 unterwegs, die tropische Version auf dem Battle Rating von 4.3. Da haben wir die Spitfire, die rollt sich so ein bisschen rein, war so ein bisschen der Fehler. Die hätte ein bisschen nach oben ziehen müssen, wir beschädigen den Motor, zünden sie an. Ich beobachte sie so ein bisschen, um zu sehen, wird das eventuell noch ein Kill, wird das kein Kill. Aber ich habe das Gefühl, das wird hier eher nichts, weil sie ziemlich lange brennt und rechts unten tauchen wenig Nachrichten auf wie linker Flügel beschädigt, dies beschädigt, das beschädigt. Dementsprechend war das der zweite Angriff. Wir haben die Jagd angegriffen, aber der erste größere Angriff und ja, er war überhaupt nicht erfolgreich. Ich war ein bisschen deprimiert. Die Spitfire lebt immer noch, die ist zwar nach unten abgetaucht, aber es hat nichts gebracht. Hier habe ich schnell mal ins Leaderboard geschaut. Sind hier irgendwelche Spieler noch unentdeckt? Es waren ein paar, zwei oder drei, und da habe ich mir gedacht, scheiß auf die Leute, die ins All climben. Denn Leute, die 0 Punkte haben, die haben meistens keine Gegner gesehen oder sonstiges. Die machen nichts, die gehen irgendwo in den Climb rein und sind ein bisschen nutzlos. Dementsprechend konzentriere ich mich jetzt auf die Flugzeuge unter mir, wie zum Beispiel diese B-25J, die auch schon wieder wegrollt. Da habe ich mir überlegt, gehe ich dann noch weiter runter? Ja, aber das Problem, die Überlastung. Ich habe jetzt hier den Kontrollverlust, sehe nur sehr schlecht, dass vor mir die B-25 ist. Durch ihre riesige Größe kriege ich das ganz gut hin, kann mir sie ganz gut anschauen. Und hier hat der Japaner ganz gut mitgearbeitet. Er zieht hoch und das war dann auch der Todesstoß der BF-25. Er versucht hier noch ein bisschen mit den MGs und er hat meinen Rumpf ein bisschen getroffen, aber keine großen Schäden. Das war der erste Abschuss. Die B-25 sehen wir dann noch im Rückspiegel, mehr oder weniger. Und hier stelle ich mal wieder die Höhe ein. Und hier, Flugzeug zerstört, die Spitfire haben wir erledigt. Malik 254 haben wir erledigt. Und jetzt versuche ich wieder ein bisschen Höhe mitzunehmen, denn ich weiß nicht, was wird mich noch erwarten. Und Höhenvorteil ist immer gut, denn Höhe kann man ausgleichen zu Geschwindigkeit. Die Leute, die keine Höhe haben und Geschwindigkeit, müssen zu mir hoch und dadurch sind sie ja leicht anzugreifen, verwundbar. Und das können wir jetzt hier ganz gut sehen. Ich greife mir die Spitfire, die verfolgt eine A7M1 und hier geht sie schön hoch. Wunderschön. Ich krieg's hier nicht so richtig, aber jetzt zack. Den Piloten im Looping geholt. Wie geil ist das? Dann habe ich mir da gedacht, ich habe noch nicht mal das britische Flugzeug zerstört. Und hier ziehe ich ein bisschen nach oben, wackel und die A6M, der Japaner, rettet mich, indem er die P-47D erledigt. Und jetzt wird es leider ein bisschen langweilig, denn es wurden mehr oder weniger alle sichtbaren Gegner eliminiert. Dementsprechend gehe ich wieder in den Climb auf so 16, 17, 18 Grad. Ja, es sind hier nur 16 Grad. Der ja, ideelle Wert, den man hier so einschlagen sollte mit einer ausgebauten BF-109 G2 tropischen Version, ist so um die 18 Grad, 19 Grad. Da verliert man keine Geschwindigkeit, aber baut schön an Höhe auf. Und wir werden uns dann wieder in Wolken sehen. Das wird so über 5 Kilometern Höhe sein. Ich habe mir gedacht, ja, komm, übertreibst es, gehst du ganz hoch, damit du dann schön wieder runtergehen kannst und deinem Team mitteilen kannst, hey, auf 5 Kilometern Höhe oder noch höher endet die Wolkendecke. Ja, das ist unter anderem das Langweilige an diesen realistischen Fliegereien, dass man nicht weiß, wo sind die Gegner, auf welcher Höhe
schaffe ich es noch mit dem Treibstoff, haut jemand ab. Es ist teils langweilig, teils aber auch ziemlich interessant, wie bei der Spitfire oder bei der Yak oder bei den anderen Geschichten. Ziemlich genial und auch ziemlich neu, und ich freue mich immer wieder, neue Sachen auszuprobieren, neue Sachen zu kommentieren, hier auch im Offscreen mehr oder weniger. Und ein Thema, was ich auch noch gerne ansprechen möchte, was ich auch sehr, sehr schön finde an diesen realistischen Fliegereien, ist das dynamische Wetter. Es gibt Schlachten, an denen ist die Wolkendecke tief, nicht vorhanden, oder Gewitterwolken, und die erstrecken sich, wie der ein oder andere weiß, ziemlich weit nach oben in die Stratosphäre, und dementsprechend habe ich hier gehofft, irgendwelche Leute zu sehen, aber wir haben die Wolkendecke noch nicht erreicht. Ah, wir haben sie noch nicht durchstoßen. Wir sind jetzt schon auf 4,3 Kilometern Höhe und wir sehen niemanden. Ja, das Beste, was ich mir so gedacht habe, ist, du gehst erstmal hoch, schaust dich um. Vielleicht greifen tieffliegende Feinde, tieffliegende Verbündete an. Und du gehst dann runter und so wird es dann auch kommen. Die Gegner werden wir an der gegnerischen Basis antreffen. Ja, das ist ganz logisch, dass sie das machen. Da haben sie den Vorteil der Flak. Diese ist ein Gegner, natürlich. Feindlicher Flugplatz, feindliche Gegner. Diese Flak, die werden von dem Computer gesteuert, der KI. Manchmal sind sie gut, manchmal sind sie nicht hilfreich. Vor allem, wenn man selber gejagt wird und erhofft sich dann bei seinem eigenen Flugplatz ein bisschen Ruhe. Vielleicht auch, dass die Flak das übernimmt, aber ja, sehr unzuverlässig, bisschen unzuverlässiger auf jeden Fall als in Battlefield 4. Dort musste man die Gegner ja spotten und dann hat die stationäre AA draufgeholzt. Hier ist es so, die macht das automatisch, weil sie selber die Gegner findet, aber in Battlefield 4 war es noch schlimmer als hier, sag ich mal, wesentlich schlimmer. Ja, da haben wir schon die 6 Kilometer erreicht. Wir sind oben, mehr oder weniger. Und hier habe ich jetzt in den Chat geholzt. Hey, wir haben die Wolkendecke durchstoßen. Und wir haben auch die Mission erfolgreich abgeschlossen. Diese 2 oder 3 Punkte haben wir zerstört. Die feindlichen, ja, Bomber haben die zerstört mit fetten Bomben auf fetter Höhe. Und nun können wir den Flugplatz angreifen, das kommt natürlich mir entgegen, wenn ich weiß, ja, im Nachhinein, da sind die Feinde. Und seht ihr bei der 1 diese 2 Punkte oder ein, das sind die Feinde. Die kann man immer ganz gut sehen, wenn man einen sauren Bildschirm hat. Bei mir wird es schon ein bisschen dreckig, deshalb habe ich da nur ein Kreuz gesehen. Ich glaube, das war die BF-25, die haben wir gesehen. Die Yak war nicht bei der 1, dementsprechend haben wir da nur einen der 2 Gegner gesehen. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt musst du runter. Scheiß auf den Flugplatz, auf die feindliche Flak. Du musst runter, denn wenn wir die 2 erledigt haben, dann war es das. Dann haben wir gewonnen und ich gehe schon mal mit einem Schub raus. Denn in einem Sinkflug müssen wir auf unsere Flügel vertrauen. Jeder kennt das, wenn man zu schnell ist, dann verliert man irgendwann seine Flügel, so wie Icarus. Na gut, nee, der ist aufgestiegen, der wollte der Sonne entgegen. Aber hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Deshalb nehme ich hier den Schub raus, wackel ein bisschen rum, ändere auch meinen Sturzflug, da ziehe ich ein bisschen höher, ein bisschen waagerechter, nicht mehr so senkrecht, um ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich da am besten reinrolle. Ich probiere mich hier so ein bisschen. Ja, das funktioniert nicht, weil die Yak genau nach unten zieht. Aber jetzt einmal schön gerollt. Hier nochmal die Yak übersehen. Bin auch wieder fast überlastet. Ja, da ist der Kontrollverlust. Und jetzt heißt es, die Yak suchen. Wo befindet sie sich? Da rechts ist sie. Und sie geht so ein bisschen wieder in den Looping. Hier kommen die Schüsse. Ja, daneben. Aber jetzt schaut euch den Russenarsch an. Wunderschön eliminieren wir hier die Yak. Den letzten Gegner. 4 Abschüsse, wunderschön, eine tolle Runde, würde ich sagen. Da haben wir die Yak 3, ich versuche sie so ein bisschen zu beschießen, aber für diese Runde haben wir gute 42.000 Silverlinen bekommen und auch eine Menge Erforschungspunkte. Ich habe die BF-109 G2 schon ausgebaut, die ist schon gespadet, dementsprechend haben wir da eine Menge Erfahrungspunkte bekommen, so um die 4.000, also es hat sich schon durchaus gelohnt.